Dem Wahlrhythmus von 4 Jahren folgend werden sich am 22. September 2013 die Kandidaten für den neuen Bundestag dem Wählervolk stellen. Genau betrachtet ist er immer ein wenig Wahlkampf. Die Parteien versuchen sich bekanntermaßen mal mehr, mal weniger zu profilieren. Im Moment ist es noch recht ruhig im Land. Aber wer genauer hinschaut, bemerkt, dass die Berufspolitiker bereits begonnen haben, durch ihre Wahlkreise zu streifen. Für Bundestagskandidatin Jana Schimke waren es unter anderem Kindertagesstätten der Gemeinde Heideblick. Wir begleiteten sie ein Stück ihres Weges und machten Halt in der Kita Waldkobolde Waldrehna. Ja, wir sind ja eine Kneipp-Kita auch, aber Sie werden ja sehen hier, wie gesagt, Fasching war gewesen. Und dann Carola Krautzig, die Kita-Leiterin, begrüßte die Gäste. Während ihrer Visite erfuhr Frau Schimke durch Bürgermeister Frank Deutschmann und die begleitenden Gemeindevertreter interessante Zahlen zur Kinderbetreuung in diesem Verwaltungsbereich. Insgesamt sind 153 kleine Leute in den Einrichtungen angemeldet. Damit ist die Gesamtkapazität gegenwärtig mit 83% ausgelastet. Bei den kleinen Sträuchen in Langgrassau, in der Pusteblume Gehren, im Regenbogen Falkenberg und eben hier in der Kita Waldrehna werden Kinder bis zu 3 und 6 Jahren sowie Hortkinder betreut. Die Gemeinde hat dafür jährlich über 600.000 Euro an die freien Träger als Zuschüsse bereitzustellen. Interessiert schaute sich Frau Schimke um und nahm sich selbstverständlich auch Zeit für die kleinen Gespräche am Rande. Wir haben einige Anwendungen durchgeführt, auch für Wassertreten, Knieguss oder Armguss oder alles. Also da ist eigentlich die Erkältungskrankheiten sind zurückgegangen. Wie viel passen hier rein auf einmal? Auch so 10 Kinder, nehmen wir schon noch. 8 bis 10 Kinder geht schon rein. Und Sie machen den Aufguss? Nee, bei Kindern wird ohne Aufguss gemacht. Ja. Mit dem Blick in die liebevoll geführte Chronik der Waldkobolde Kinder, und da haben wir eben auch schon einiges umgestaltet, hier sehen wir schon. Und einem Erinnerungsfoto endete der Besuch. Nächste Station des Nachmittags war der Jugendclub Waldrehna.